Schleim passt perfekt zu Halloween und begeistert besonders Kinder. Die meisten kommerziellen Produkte enthalten allerdings Stoffe, mit denen man nicht in Berührung kommen möchte. Aus Speisestärke, Wasser und grüner Lebensmittelfarbe könnt ihr ungefährlichen Schleim aber auch selbst anrühren. Gebt 250 ml heißes, aber nicht kochendes Wasser in eine große Schale und färbt es mit der Lebensmittelfarbe. In eine zweite Schüssel füllt ihr etwa 2 Becher Speisestärke. Dann kippt ihr unter Rühren das Wasser in die Schüssel mit der Speisestärke. Falls die Konsistenz nun noch nicht passend ist, könnt ihr den Topf noch einmal erwärmen, ohne ihn zum Kochen zu bringen. Außerdem könnt ihr mehr Stärke hinzugeben, bis der Schleim fest genug ist. Das Endprodukt sollte fest, aber noch immer beweglich und rührbar sein. Schon habt ihr einen Schleim, der zwar giftig aussieht, aber es garantiert nicht ist.